Hallo und willkommen zu einem kleinen Mini-Projekt, vermute ich zumindest mal. Und zwar der Platinum-Demo von Final Fantasy XV. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Die letzten Tage wurde ganz viel mysteriöser Krimskrams erzählt rund um Final Fantasy XV. Und es gab, glaube ich, gestern oder war heute Nacht oder so die Auflösung, wann das Spiel rauskommt. Ich meine, es ist der 30. September. Ja. Und gleichzeitig kam auch diese Demo hier raus, mit der man einfach mal gucken kann, wie das Spiel denn jetzt nun aussieht und so. Und ich bin zwar kein Hardcore-Final-Fantasy-Fan, aber ich habe auch ein paar Teile gespielt. Den 7., den 8., den 10. und den 13. beziehungsweise die 13er Teile. Ja, und ich hoffe auch sehr, sehr stark, dass Final Fantasy XV wieder toll wird, denn also das letzte Spiel, was ich gespielt habe von Final Fantasy, war 13.3. Boah, und das fand ich schlimm. ja. Okay. Aber macht ja nichts, ne? Es kann nur besser werden und ich finde, es sieht super aus und die Mucke klingt schon mal schön. Und wir gucken mal eben ins Spiel rein. Wie ihr seht, ich habe gerade schon gespielt und habe aus Versehen die ersten 5 Minuten gelöscht. Deshalb wundert euch bitte nicht. Ja, und wir schauen mal rein. Folge dem jungen Noctis und seinem magischen Begleiter in eine fantastische Traumwelt, eine kleine Vorschau auf die spannenden Abenteuer, die dich in Final Fantasy XV erwarten. Ich bin gespannt. Willkommen, Königreich der Fantasie. Danke. So, und unser kleiner Begleiter. Ich würde doch mal behaupten, das ist Karbunkel. Den man auch aus früheren Spielen kennt. Also zumindest kenne ich ihn noch aus Final Fantasy 7 und 8, glaube ich zumindest. Ja, ist zumindest eine Beschwörung, die man da rufen konnte und die einem zur Seite gestanden hat. Und hier ist es anscheinend unser Haustier oder unser Traumbegleiter, wie auch immer. Und wir müssen aus unserem Traum wieder herausfinden. Und boah, es sieht schon wirklich gut aus. Das muss man ja mal sagen, ne? Sieht echt schön aus. Typisch Final Fantasy. Oh, wir sind so süß. Ja, wir sind süß. Und wir können springen und wir können ausweichen. Aber später können wir auch noch ein bisschen mehr. So, und wir sammeln jetzt erstmal den Krimskrams hier. So. Ich werde wahrscheinlich auch ein Let's Play später von Final Fantasy XV machen. Also es dauert ja wirklich noch ein bisschen, ne? Bis September. Aber ja doch, ich denke, das werde ich auf jeden Fall spielen. Es sei denn, die Kritiken sind dann so vernichtend, dass
dass man es sich doch nicht holen möchte. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dafür sieht das eigentlich zu vielversprechend aus. Was ist hier? Ah. Nicht alles, was groß ist, ist eine große Gefahr. Okay. Das heißt, das ist vielleicht ein Freund von uns, ein späterer Gefährte. In Final Fantasy 13 gab es ja die Titanen, hießen die, glaube ich, oder? Naja, wir werden es erleben. Ich schlafe momentan tiefer als sonst. Aha. Wenn du aufwachst und deine Freunde wiedersehen möchtest, musst du in Bewegung bleiben. Okay, das mache ich. Okay, wir können hier anscheinend wechseln zwischen Tag und Nacht. Oder... Hä? Nee. Ach, wir haben die Zeit ver... Nee, doch. Es ist Nacht. Es wird Nacht. Alles klar. Dann lassen wir es doch mal bei Nacht. Gucken, wie es dann aussieht. Ich hatte hier alles, oder? Kann ich hier hoch? Nee. Oh, hier ist ein großer. Okay. Oh, das Wasser sieht auch schön aus. Oh, ich bin so süß. Bleib einfach bei mir, dann passiert dir nichts. Ja, oh, was können wir hier machen? Wir können... Ah, das Wetter manipulieren. Aha, okay. Jetzt wird's bewölkt, oder... Okay. Oh, da ist noch was. Und wir können es auch regnen lassen. Cool. So, aber ich schalte mal wieder auf Sonnenschein. Und ich will da irgendwie hoch. Ah, da. Schätze doch mal, dass uns das irgendwas bringen wird, wenn wir die alle sammeln. Kannst du da auch hoch? Nee, obwohl das so aussieht, als könnte man da hoch, oder? Hm. Aber da scheint nichts zu sein. Na gut. Ah, ach Mann. So. Okay, kleiner Freund. Was ist mit dir? Kommst du auch mit? Hm. Geh vor. Sieht aus, als hätten wir Gesellschaft. Schlag sie hiermit in die Flucht. Ein Spielzeugschwert. Rüste deine Waffen aus. Ja. Mach ich. Aha. Oh, ein Gummihammer. Okay. Ein bunter Hammer für tapfere Kinder, der sich ausgezeichnet zum Kämpfen eignet und zudem lustige Geräusche macht. Ja, das ist die Hauptsache. Und ein Schwert, das leicht genug für ein Kind ist. Es verleiht seinem Träger Mut. Mhm. Na gut. Halten. Okay. Erstmal verkloppen. Au. Au. Au, au. Ach so, ich glaube, ich wollte diesen Defensivmodus testen, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft gerade. Vielleicht hier lang? Wo lang? Wo bist du überhaupt? Wahrscheinlich da. Aha, wir haben hier einen großen See. Mit irgendwelchen komischen... Oh, was ist das? Oh, wie schön. Okay. Ja, wir müssen da hinten zu dem Kreis anscheinend. Dann gehe ich noch mal kurz dahin.
Oh. Was passiert hier? Irgendwo in der Traumwelt hat sich etwas ge... Oh. Das war Leviathan. Oder Leviathan? Ein Frosch. Frosch. Leviathan ist auch eine Beschwörung aus den früheren Teilen. Also zumindest aus Final Fantasy 8 kenne ich den noch. Bei den anderen wird er bestimmt auch irgendwie dabei gewesen sein. Aber so in der Form, wie er da ist, kenne ich ihn aus Final Fantasy 8. So, wir springen mal hier rein. Offensiv- und Defensivmodus. Offensivmodus, das muss ich jetzt nicht vorlesen. Achtung, selbst der Defensivmodus schützt dich nicht vollständig vor den besonders schweren Angriffen einiger Gegner. Mhm. Naja, uns kann ja nichts passieren, wir träumen nur. Vielleicht wachen wir sogar auf, wenn wir besiegt werden. Oh! Wo ging es hier nochmal lang? Oh. Okay. Ach übrigens, das wird dir bestimmt gefallen. Lass es krachen. Rubinlicht. Aha. Rüste die Zauberbomben Feuerwerk aus. Lass los, um Feinde zu bewerfen. Okay. Eine seltsame Bombe, die ein funkelndes Feuerwerk niederregnen lässt. Nachschub kannst du dir per entsprechendem Schalter holen. Mhm. Okay. Oh weh, ich fürchte, ich habe mich verlaufen. Oh. Oder war es da entlang? Tja, ich schätze mal, das hier ist unser Zuhause, oder? Achso, hier können wir wieder auf Nacht wechseln. Hübsch. Ist echt hübsch. Oh. Ich laufe dran vorbei, natürlich. Ein Auto. Auto? Wir sind ein Auto. Okay. Ja gut. Erstmal was kaputt machen, würde ich mal hier. Bam! Ach, das geht sogar. Geil. Jetzt weiß ich wieder. Okay, Karbunkel hat den Weg gefunden. Oben auf dem Tisch. Mann! Nein? Na gut. Ja, ich komme doch sofort. Benutzt die Rampe als Spielzeug. Okay. Wow, was? Hä? Will er mir jetzt damit sagen? Oh, Feinde. Moment. Kann ich doch hier gleich mal so eine Bombe werfen. Wow. Ich bin so gewalttätig. Die haben mir gar nichts getan. Die laufen da nur so rum. So, wir wechseln auf unseren Gummihammer mal, würde ich sagen. Oh, der hat was liegen gelassen, oder? Nee, doch nicht. Nein, nein, kein Auto sein! Na gut, können wir die überfahren? Bam! Nein. Okay. Das ist lächerlich. Hallo!
Na gut. Du da. Na, die greifen mich ja nicht mal an. Ich töte die einfach nur. Gemein. Ist hier wieder so ein Auto? Nee, was ist das? Ein Geschenk. Ein Funkelschwert. Ist das besser als unseres? Ein funkelndes Schwert, das nur die tapfersten der tapferen Kinder tragen dürfen. Okay. Das klingt nach mir. So, hier ist nichts mehr. Anscheinend. Okay, dann gehen wir mal hier die Bücher hoch. Was liest der denn so? Ah ja, ja, okay. Dinosaurier. The World Wanderer. Okay. Jetzt, da unten ist noch was. Moment, da ist ja auch noch was. Oh Mann. Kabunkel, einen Moment. Oh, habe ich da wenigstens alles? Nein, natürlich nicht. Vielleicht ist da hinten auch noch was, aber ich habe jetzt keinen Bock, da überall hinzugehen. Vielleicht bringt das auch gar nichts, wenn wir die sammeln. Obwohl, wir haben immer irgendwelche Bronzeplatten oder so bekommen, ne? Wo ich nicht weiß, wo wir die benutzen können, aber vielleicht später. Achso, Moment, da war ja noch einer. So. Mist. Komm. Ja, so. Das habe ich bestimmt alles selber gebastelt, wenn das mein Zimmer hier ist, oder? Naja, es sieht eigentlich nicht aus wie ein Kinderzimmer, ne? Eher wie so ein Esszimmer. Oh. Ach, das ist ein AOE. Sehr gut. Okay, versuchen wir mal unser Funkelschwert. Ja, das ist sehr funkelig. Wo? Da. Ab dem will ich auch schlagen. Geht das? Oh ja. Okay. Geht das auch kaputt? Nein. Wir können nicht die Einrichtung demolieren. Schade. Minuspunkt. Hier ist wieder ein Geschenk. Funkenschlag. Ist das dasselbe, was wir schon haben? Nee. Oh, das ist was Neues. Ein rätselhafter Zauberbombe, die Blitze erzeugt. Nachschub kannst du dir per entsprechendem Schalter holen. Gut, testen wir gleich mal. Oh, da ist er ja. Herzchen. Ja, 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 ich mag dich auch. Mir ist wieder eingefallen, wo der Ausgang ist. Wirf mal einen Blick in dieses Haus hier. Ja, ich sehe den Ausgang sogar schon. Ist hier denn noch irgendwas? Nö. Noch ein Ball, den ich schießen könnte. Huch. Oh. Mach ich nicht. Vielleicht ist dahinter noch was. Ja. Ja, hier wohnen auf jeden Fall wohlhabende Menschen, würde ich mal sagen. Aber Noctis ist ja auch ein Prinz. Das macht Sinn. Wird wohl sein Elternhaus sein. Der Offensiv- und Defensivmodus, ja, das kennen wir schon.
irgendwo hier muss ein langer Flur sein, der führt zum Ende deines Traums. Aha. Lass uns danach suchen. Ja, das machen wir. So, so. Auf jeden Fall ist nicht so tolles Wetter. Aber wenigstens gibt's Eis. Da gibt es schon mal wieder so ein Feld. Was ist das? Ah, ja, ja, ich will Sonnenschein. Oh, ja. So. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mich hier mit der Musik anfreunden kann. Irgendwie ist sie ja schön. Was habe ich bekommen? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Habe ich irgendwas Neues bekommen? Ah ja, doch. Ein funkelnder Hammer, den nur die Tapfersten der tapferen Kinder tragen dürfen. Okay. Wow. Was quakst du denn so rum? Oh, verwandle ich mich hier? Noctis hat sich verwandelt. Alter, geil. Sieht zwar aus, als hätte ich gebrochene Beine, okay, aber... Boah, heftig, geil. Boah. Mega, mega cool. Bam. Ah ja, wir sind also ein Pflanzenfresser mit Reißzähnen. Ja, gut. Aber das Design sieht ziemlich cool aus eigentlich. Sehr Final Fantasy mäßig. So, wir strecken hier mal alle nieder, ne? Oder so ähnlich. Die greifen uns auch gar nicht an. Oh. Schon gedacht, er hat jetzt Verstärkung gerufen, aber... Hilfe. Mann, du Giraffen, Säbelzahntiger, Zebra. So, das reicht jetzt auch, ne? Weg mit euch, ihr. Achso, nein, Entschuldigung, das bist ja du, Kabunkel. Oh. Der macht, glaube ich, auch so ein bisschen Flächenschaden. Sieht zumindest so aus. Kam ich von hier? Hm. Ah, nee, da war noch was. So. Hier war das, ne? Ja. Okay, wir gehen mal weiter. Den noch. Ein Geschenk. Platzregen. Das ist dann wohl der Wasserzauber. Bumm. Ja, gut. Achso, der war schon tot. Von einem Schlag, oder wie? Nein, zwei. Okay. Ist hier vielleicht noch was in den Kisten? Achso, die gehen gar nicht kaputt. So. Hätten wir das auch erledigt. Ah, hier sind noch mehr Felder, aber die sind anscheinend nicht nutzbar. Ja, wir bleiben bei Sonne. Das finde ich am schönsten. Und auch bei Tag. Dieser Schalter ist gesperrt. Ja, das ist mir aufgefallen. Hey, das sieht gut aus. Was denn? Der Weg, oder wie? Ich glaube auch nicht, dass wir die Schalter jetzt freischalten können. Das ist dann wahrscheinlich... Das Hauptspiel eher. So.
das auch oben lang? Nee. Was ist hier? Nee, das lasse ich so. Obwohl, wir können es ja mal neblig bewölkt machen. Warum nicht? Oh, es ist jetzt Nacht geworden, oder? Okay, das sind alles One-Hits. Na du, das machst du aber mal lieber nicht. Ach doch, ist es Nacht geworden. Hä, habe ich aus Versehen auf Nacht gestellt? Nee, wahrscheinlich wird es auch einfach automatisch irgendwann Nacht. Okay. Hä, jetzt bin ich ja wieder am Anfang. Ach man. Okay. Na gut, ich glaube, wir spielen das beim nächsten Mal noch weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als ein, zwei Folgen zusätzlich noch gibt. Ist ganz süß, oder? Ja. Okay, bis dahin. Ciao, ciao.